Paraguay. Auswandern, Plan B, hohes passives Einkommen, steuerfrei leben, ganz interessante Aspekte und das durchleuchten wir heute gemeinsam. Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Thema Paraguay und was man hier ganz Interessantes machen kann. Wir stellen die neue Community-Reise nach Paraguay vor, also gerne auch unterhalb von dem Video und dem Link dann genauer anschauen. Und jetzt im Interview mit Yannick Meyer, Investor und inzwischen auch ein sehr guter Freund von mir geworden. Und wir befinden uns gerade in Georgien, das ist heute nicht unser Thema, auch ein spannendes Land, Thema Konteneröffnung, Investment und einfach ein ganz spannendes Land hier auch. Ne? Definitiv. Aber es geht um Paraguay und das ist definitiv jedenfalls ein hochinteressantes Land, wo man sehr, sehr spannende, interessante Dinge machen kann. Stichwort Auswandern, wo man sehr günstig leben kann, wo man sehr, sehr einfach und schnell einen Plan B umsetzen kann für diejenigen, die vielleicht auch sagen, naja, wer weiß, wie es mit der Euro-Problematik und manchen Dingen vielleicht in Europa weitergeht. Thema steuerfrei leben kann man ganz legal in Paraguay umsetzen. Und ja, so hat es sich ja auch mit sehr spannenden Investments, mit hohem passiven Einkommen unsere Community-Reise nach Paraguay ergeben. Und du, Yannick, du warst bei der ersten Reise mit dabei. Du hast also einfach mal mit ausprobiert, bist mitgekommen. Ja. Und ja, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was dazu sagen. Was hat dich denn bewogen, nach Paraguay zu fliegen? Weil ja meistens so, sagt Paraguay, kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Ja. Wie ist es dort? Was hat dich denn bewogen, mitzukommen? Ja, also erstmal war das eine super spontane Entscheidung, hier mitzukommen. Als wir uns kennengelernt haben auf dem Seminar in Kreta, hast du begeistert von Paraguay erzählt. Mich hat Südamerika schon immer interessiert. Die Sprache, die Kultur, das Land. Und zusätzlich habe ich schon seit geraumer Zeit nach alternativen Investments geschaut, wo ich mir einen passiven Cashflow aufbauen kann, um mein Portfolio zu diversifizieren. Und da habe ich das als optimale Möglichkeit gesehen, da mal reinzuschauen. Mhm. Außerdem ist natürlich das Thema Plan B, Steuerfreiheit, sehr interessant. Und genau, so bin ich dazu gekommen. Ja, und war das so ein paar Dinge, die dich auch bei der Reise überrascht haben oder gesagt hast, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht? Ja, definitiv. Also ich wusste ja im ersten Moment nicht ganz genau, auf was ich mich jetzt dann im Endeffekt drauf einlasse. Und es war einfach auch sehr interessant, mit den Menschen zusammenzukommen, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein. Da haben sich auch tolle Kontakte daraus ergeben, die bis heute noch intensiv bestehen. Und ja, das war sehr interessant. Ja. Also da auch das, mich sage ich mal auch verblüfft, auch bei der ersten Reise, auch so die Gruppendynamik, die daraus entsteht. Ja. Und das sind ja interessante Menschen dabei. Ich sag mal so, wir haben bei uns in der Community ja nicht so junge Flitzer, so schnell reich werden, sondern das sind schon Menschen, die auch im Leben stehen und die sich einfach Gedanken machen über das Leben und wie macht man es weiter. Und jeder hat so einen anderen Background und andere interessante Dinge zu teilen. Also das fand ich auch sehr, sehr interessant, wenn man da auch mal mehrere Tage Zeit hat, zusammen Zeit zu verbringen. Ja. Und du hast mal vorhin noch erzählt von den, was dir ganz besonders gut gefallen hat, das waren die Iguazu-Wasserfälle. Vielleicht kannst du da ein, zwei Sätze dazu sagen? Ja, also diese Naturgewalt von den Wasserfällen, das Räuschen, das Rauschen und auch diese Energie, die man da wirklich spürt im Körper, die da runterputzelt von dem Wasserfall, das ist unbeschreiblich, also das muss man selber erlebt haben. Ja. Also wir sehen uns da nämlich genau die Iguazu-Wasserfälle an, Itaipu-Staudamm, der größte Staudamm der Welt ist. Also das ist sehr interessant, da kann man es auch von innen ein bisschen ansehen. Und ja, wir haben uns natürlich dort auch Investments angesehen. Das ist ja auch ein interessanter Baustein von der Reise. War für mich auch selber, ich bin 2012 das erste Mal nach Paraguay gekommen und habe dann auch selber für mich persönlich Investments recherchiert. Eigentlich so die ganze Reise, das war ich erst so aus Eigenbedarf entstanden, also auch da ganz interessant. Und jetzt hast du da auch mal die Investments vor Ort gesehen. Wie war denn dein Eindruck von den Investments, von den handelnden Personen? Also du bist ja kein Reiseveranstalter, aber das war schon expertenwürdig und von A bis Z fein organisiert, sehr, sehr strukturiert und die Investments wurden wirklich äußerst professionell vorgestellt, sehr vertrauenswürdig, alle Daten und Fakten wurden auf den Tisch gelegt und für mich war das sehr transparent. Für mich war es sehr wichtig, mich davon persönlich zu überzeugen und mir das selbst anzuschauen und das hat sich gelohnt. Ja, ja, ist eine Möglichkeit, oder wo man einfach sagt, naja, also ich meine, nicht jeder sagt vielleicht, ja, ich muss da jetzt unbedingt nach Paraguay fliegen, aber
gibt halt einfach die Möglichkeit, das transparent dann vor Ort anzuschauen. Das ist halt einfach mal spannend, wenn man selber beispielsweise sieht, wenn nach einem Jahr die Bäume schon 4 Meter hoch sind, wenn man die Immobilien wirklich vor Ort sieht, wenn man die Orangen sieht, dann ist es einfach spannend. Ne? Ja. Okay. Ja, und jetzt so Hand aufs Herz, wenn du jetzt mit einem guten Freund sprechen würdest über die Reise, was würdest du dem sagen und würdest du ihm die Reise empfehlen? Mhm. Habe ich bereits gemacht. Also ich habe meinen Freunden und meiner Familie natürlich begeistert von Paraguay erzählt. Natürlich ist das in erster Linie für die nicht sofort ersichtlich. Die müssen das auch prüfen und anschauen. Und das ist ein unbekanntes Land noch in Europa vielleicht. Aber definitiv würde ich meinen Freunden und meiner Familie empfehlen, sich das selbst anzuschauen und das zu prüfen als Plan B oder vielleicht auch als Plan A. Es ist wahnsinnig spannend. Und also ich bin sehr begeistert und erzähle auch immer noch sehr erfreut davon. Ja, also ich muss sagen, ich persönlich, das war auch so, wie gesagt, aus Eigenrecherche erstmal entstanden. Ich finde es auch immer wieder spannend. Ich bin immer wieder gerne in Paraguay. Es ist ein tolles Land. Was ich sehr schön finde, es ist einfach so ein Freiheitsland. Also man wird da nicht überall eingeschnitten und überall Vorschriften bis ins jede kleinste Detail. Und man kann einfach in Ruhe dort sein. Ja. Und das finde ich sehr sympathisch. Und das ist eben vielleicht nicht überall inzwischen auf der Welt. Ja. Also leider. Okay, so viel dazu. Yannick, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen, unsere Community ein bisschen was über Paraguay mit vorzustellen. Ja, und gerne dann also mehr Infos, die aktuelle Reise unterhalb von dem Video einfach ansehen. Würde mich freuen, wenn wir uns dort in Paraguay sehen. Wir werden wieder eine ausgebuchte Reise haben, wie wir es bei der ersten Reise haben, jetzt auch bei der zweiten Reise, die jetzt auch schon mehrere Monate vorher ausgebucht war. Also von dem her auch am besten zeitnah entscheiden, für diejenigen, die sich wirklich interessieren. Und dann würde mich freuen, wenn wir uns dort in Paraguay sehen. Gerne teilen, liken dieses Video. Viele Menschen wissen überhaupt nicht, was es in Paraguay alles gibt. Und dann erfahren auch mehr Menschen, was es interessante Möglichkeiten gibt, die wirklich Horizonte öffnen können. Auch eine Teilnehmerin dabei, die wirklich so begeistert, die auch mir dann auf WhatsApp geschrieben hatte, das hat ihr wirklich neue Perspektiven für das Leben eröffnet. Also so kann es gehen. So eine simple Reise. Und das kann ich sagen von den Feedback-Stimmen, dass es für einige oder für viele dann ein unvergessliches Erlebnis wird. Okay, so viel dazu. Bis nächsten Freitag, da sehen wir uns dann aus Zypern. Da haben wir einen ersten Community Networking Tag, wird also auch sehr, sehr spannend. Da werde ich dann auch ein Video dazu drehen. Und leben Sie Ihre finanzielle Freiheit. Bis nächsten Freitag, Ihr Thorsten Wittmann. Bis bald in Paraguay.